Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute mit einer Premiere. Heute ist der 16. September 2018, 9 Uhr abends. Wie angekündigt, habe ich mich hier auf Skype eingefunden, mit einigen Brüdern und Schwestern über Skype verbunden, um den ersten Teil der Lesung zu machen, wie ihr sie eingeblendet seht auf dem Bild, von dem Buch Romanismus und die Reformation aus prophetischer Sicht. Ein Buch, das Henry Gretton Gillis 1888 veröffentlicht hat, auf Basis von drei verschiedenen Vorträgen, die er damals in der Exeter Hall vorgetragen hat. Dieses Buch habe ich kennengelernt im Jahr, ich glaube Ende 2014, Anfang 2015, kurz nachdem ich Tom Fress aus Amerika kennenlernte von Inquisition Update, der damals dieses Buch auf First Amendment Radio in seinen Radioshows vorgetragen hat und da gelesen hat. Und dann damals durch einen gemeinsamen, damaligen, dachten wir noch, Bruder in Christus gebeten wurde, das Buch doch nochmal zu lesen auf Talkshow Radio. Und da wurde das dann jeden Abend gemacht, Sonntagnacht, meine Zeit, 1 Uhr nachts bis 3 Uhr morgens im Grunde, morgens, Montagmorgens, mit anschließender Diskussionsrunde dabei. Und da ich letztens den Maximilian durch glückliche Umstände kennengelernt hatte, wofür der Heilige Geist gesorgt hat, dass wir uns kennenlernen, und er sich bereit erklärte, dieses Buch in Deutsch zu übersetzen, habe ich jetzt heute Abend bin ich in der glücklichen Situation, diese Premierenlesung zu machen von dem Buch Romanismus und die Reformation aus prophetischer Sicht. Mir sind über Skype einige Brüder und Schwestern zugeschaltet. Wer da in der Gruppe bei ist und noch nicht dabei ist, der kann sich immer im Lauf der Sendung zuschalten. Hauptsache, das Mikrofon bleibt aus, dann werde ich soweit nicht gestört. Chatten könnt ihr untereinander, das wurde alles bereits geklärt in der Vorbesprechung. Ja, und da möchte ich jetzt auch gar nicht weiter euch auf die Folter spannen, sondern möchte gerne anfangen mit der Lesung des Buches Romanismus und die Reformation aus prophetischer Sicht. Nun, ich habe natürlich in dem Einleitungsvideo, das ich bereits vor wenigen Wochen auf meinem Kanal veröffentlicht habe, das Vorwort schon mal vorgelesen. Aber es gibt immer einige Leute natürlich, die jetzt dieses Video sehen und das Vorwort nicht kennen. Also fange ich hier nochmal an. Ein Buch beginnt man am besten immer ganz am Anfang. Das mache ich dann in diesem Fall auch. Und deswegen fange ich hier mit dem Vorwort von Henry Gretton Gillis an. Die folgenden Vorträge wurden auf Wunsch unter der Schirmherrschaft des Protestantischen Bildungsinstituts in Exeter Hall im Frühjahr diesen Jahres gehalten, das war 1887. Dieses Institut existiert, um eine dringend benötigte Arbeit zu tun. Um besonders in den Herzen der jungen Generation, das gilt nicht nur für die Generation von 1887, das gilt auch für die Generation von 2018, die wir heute hier haben, ein gewisses Maß an intelligenter Sympathie für die protestantischen Traditionen unseres Landes aufrechtzuerhalten. Hier spricht der Henry Gretton Gillis natürlich von seinem eigenen Land, von England in Großbritannien, aber das ist genauso zutreffend für uns Deutsche, für Belgier, für Franzosen, für Polen, für Ungarn, für Tschechen, für Dänen, für Schweden, für Amerikaner, für Engländer. Das gilt im Grunde für alle, die eine protestantische Tradition haben. Und all die Länder, die ich gerade aufgezählt habe, haben eine protestantische Tradition. Und die junge Generation muss immer wieder die Werte dieser alten Generation zurückgelehrt bekommen und muss sie zurückverteidigen. Weil wenn eine Generation es versäumt, die Freiheiten zu verteidigen, die die vorhergehende Generation erreicht hat für sie, dann wird sie diese Freiheiten verlieren. Und seit dem 11. September 2001, glaube ich, versteht jeder, wovon ich spreche. Englands Protestantismus, fährt der Autor fort, war lange Zeit Englands Ruhm und die unmittelbare Ursache für ihren unvergleichlichen Wohlstand und ihre eigentümliche Vormachtstellung unter den Nationen Europas. Das können wir auf Deutschland genauso übertragen. Ich sagte damals ja auch, als ich die Lesung hier zum ersten Mal machte von dem Vorwort, dass wir uns daran erinnern müssen, dass die hauptsächlichen, die Motoren, lass uns mal sagen, die ganzen Motoren des sogenannten Fortschritts, das waren protestantische Länder. Das war Deutschland, das war England und das waren die Vereinigten Staaten von Amerika. Ich glaube, wenn wir auf die letzten 200 Jahre, 250 Jahre zurückblicken und wir schauen, wo die meisten Erfindungen gemacht wurden, die unsere Zivilisation nach vorne gebracht haben, dann kam das da zustande, wo die Menschen die Gabe bekommen hatten, das Geschenk bekommen hatten, eines freien Gewissens, eine Errungenschaft der
des Protestantismus, eine Errungenschaft der Reformation. In den Ländern Amerika, England und Deutschland, wo Verbrennungsmotoren, Dampfmaschinen, Autos, Flugzeuge, Glühbirnen, Strom, alles was weiß ich noch erfunden wurde. Ich meine, denkt man nur mal an Nikola Tesla. Ja? Viele Leute kennen heute das Elektroauto Tesla und haben überhaupt keine Ahnung, dass Nikola Tesla da am Grunde liegt und haben auch überhaupt keine Ahnung von dem seiner wahren Geschichte. Das ist vielleicht mal was für eine andere Sendung. Aber dieser Satz, den der Autor hier schreibt, Englands Protestantismus und nicht nur Englands, er bezieht sich natürlich hauptsächlich auf England, das müssen wir in dem Buch immer verstehen bleiben, aber wir können fast eins zu eins das, was hier von England geschrieben steht, auch umsetzen auf Deutschland und andere protestantische Länder, war lange Zeit Englands Ruhm und die unmittelbare Ursache für ihren unvergleichlichen Wohlstand und ihre eigentümliche Vormachtstellung unter den Nationen Europas. Deswegen will der Papst ja heute, ja, der Antichrist der Bibel, heute den Reichtum neu verteilen. Mit solchen Bullen wie Caritas in Veritate, unter anderem, ja, indem er eine Wohlstandsumverteilung fortnimmt, nämlich den reichen Nationen nehmen und den armen Nationen geben. Dabei sorgt er dafür, dass die armen Nationen arm sind, weil er hält sie arm, weil die armen Nationen in dieser Welt sind hauptsächlich katholische Nationen. Nun, dieser Protestantismus, fährt der Autor fort, erträgt nun einen doppelten Angriff, von außen als auch von innen. Doch nur wenige scheinen sich dieser Gefahr vollauf bewusst zu sein. Der verstorbene Lord Beaconsfield sah es jedoch deutlich genug. Zitat: Dein Reich und deine Freiheiten sind in diesem Moment in größerer Gefahr, sagt er, als wenn Napoleons Armee beobachtend in Boulogne lagerte. Was hätte er gesagt, wenn er die gegenwärtige Situation Ende des 19. Jahrhunderts oder die heutige Situation Anfang des 21. Jahrhunderts erlebt hätte? Die Reformation des 16. Jahrhunderts, die den Protestantismus hervorbrachte, basierte auf der Schrift, auf der Bibel. Jeder Protestant hat damals das Credo ausgegeben, die Bibel und die Bibel alleine. Dann kann man natürlich wunderbar die Diskussion starten, warum gibt es dann so viele verschiedene protestantische Richtungen? Ja, das ist eine gute Frage, aber das ist eine Sendung für sich selber. Aber die Reformation selbst, Anfang des 16. Jahrhunderts, hauptsächlich durch Martin Luther in Gang gesetzt, im 16. Jahrhundert, die basierte auf der Schrift. Diese Reformation gab der Welt die Bibel zurück, die Rom der Welt 1800 Jahre oder damals 1520 Jahre vorenthalten hat. Die Reformation lehrte die Heilige Schrift. Sie enthüllte die Irrtümer und die korrupte Seite Roms durch den Gebrauch des Schwertes des Geistes. Sie wandte die Prophezeiungen an und akzeptierte deren praktische Anleitung. Eine solche Reformationsarbeit muss neu geleistet werden. Wir haben die prophetische, antipäpstliche Wahrheit erlitten, um zu sehr vergessen zu sein. Diese Generation ist gegenüber Wahrheit und Irrtum in Punkten, in denen die Schrift ungeheuer entschieden und absolut klar ist, gefährlich, freizügig und gleichgültig, sicher heute, 2018, in Zeiten des Ökumenismus. Diese einfachen und populären Vorträge, so wie sie sind, werden hoffentlich viele Geister öffnen, um zu erkennen, dass die Bibel keinen ungewissen Klang über den Romanismus gibt, sondern einen sehr gewissen, und dass diejenigen, die sich von ihren Lehren leiten lassen, einen Glaubensabfall meiden müssen, gegen den die schmerzlichsten Urteile angeprangert werden. Die Vorlesungen werden wie gehabt gehalten, mit Ausnahme der ersten und letzten, die verlängert und modifiziert wurden. Also hier verweist der Autor darauf, dass er halt die Vorlesung in der Exeter Hall gehalten hat. Und ich komme da später auch nochmal drauf zurück. Und später dann diese Vorträge in Buchform publiziert hat. Das ist das, was wir heute lesen. Bei der Neufassung und Erweiterung des Eröffnungsvortrags über die Daniel-Prophezeiung und des abschließenden Vortrags über die Reformation habe ich mich der wertvollen Hilfe meiner geliebten Frau bedient, die seit so vielen Jahren meine Mitstreiterin im literarischen und evangelistischen Bereich ist. Ich werde mich freuen, wenn diese Vorträge eine breite Verbreitung finden, denn sie enthalten, da bin ich sicher, Wahrheit für die Zeit. Wahrheit, die
aktiv und zunehmend gebraucht wird, nicht nur für die Erhaltung der bürgerlichen und religiösen Freiheiten unseres Landes, England, sondern auch für die praktische Führung des Volkes Gottes in diesen letzten Tagen überall auf der Welt, auch in Deutschland. Henry Gretton Guinness, 1. Juni 1887. Ich werde mich freuen, sagt er, wenn diese Vorträge eine breite Verbreitung finden. Und genau dafür haben wir uns heute zum ersten Mal am 16. September 2018 über Skype eingefunden, um diese Lesung zu verteilen. Ich ermutige jeden, ich hoffe, dass jeder, der diese Sendung sieht, hört, mitliest, sich die Mühe gibt, das, was wir hier lehren, auch oder lernen, was wir einerseits lehren und was wir andererseits lernen, auch zu teilen mit jedem seiner Bekannten, seiner Freunde, seiner Familie, seinem christlichen Kreis, jeden Kreis, den er hat. Vor allen Dingen die Ungläubigen sollten das hier gelehrt bekommen. Ja, dann gehen wir weiter und lesen über das Inhaltsverzeichnis. Worüber geht das Buch? Im ersten Vortrag lesen wir also von der Daniel-Prophezeiung des Romanismus. Wie hat der Prophet Daniel aus dem Alten Testament, der im 5. und 6. Jahrhundert vor Christus gelebt hat, bereits den Romanismus vorhergesehen? Da werden wir uns mit beschäftigen. Im zweiten Vortrag gehen wir ebenso auf die Daniel-Prophezeiung ein, des Romanismus, also noch ein wenig tiefer. Und im dritten Vortrag sprechen wir darüber, wie der Apostel Paulus die Prophezeiung des Romanismus bereits vorgetragen hat. Im vierten Vortrag widmen wir uns dem Apostel Johannes, wie er die Prophezeiung des Romanismus bereits gegeben hat. Im fünften Vortrag lesen wir die Interpretation und Gebrauch dieser Prophezeiungen vor der Reformationszeit, also in dem Zeitalter des dunklen Zeitalters, der Herrschaft, der ultramontanen Herrschaft des Antichristen in der Zeit, in den ersten 1500 Jahren, nachdem die Bibel abgeschlossen wurde. Im sechsten Vortrag die Interpretation und Gebrauch dieser Prophezeiungen während der Reformation, was also hauptsächlich die Zeit zwischen des 16. und 18. bis Beginn des 19. Jahrhunderts, würde ich mal sagen, beinhaltet. Und zum Schluss dann auch noch in Vortrag 7 die Interpretation und Gebrauch dieser Prophezeiungen nach der Reformation. Und zum Schluss kommt noch ein Nachtrag, wo es über die zweifache Prophezeiung der Reformation geht. Wir beginnen also jetzt heute mit dem ersten Vortrag, die Daniel-Prophezeiung des Romanismus. Ich möchte hier nochmal eben ein anderes Bild eben einblenden. Ich habe dieses hier immer sehr gerne gehabt. Die Daniel-Prophezeiung des Romanismus. Vor 50 Jahren, sagte der bedeutende Staatsmann Sir Robert Peel mit bemerkenswerter Weitsicht, Zitat, der Tag ist nicht fern. Und er kann sehr nah sein, da wir alle den Kampf der Reformation noch einmal führen müssen. Ende Zitat. Dieser Tag ist gekommen, sagt Henry Gretton Guinness bereits 1887, 1888. Wir leben heute 130 Jahre weiter. Und wenn der Tag bereits vor 130 Jahren gekommen ist, da muss man sich fragen, was dieser Tag seitdem in der Welt zustande gebracht hat. Er hat sich schon seit einiger Zeit angebahnt, ja, weil der Katholizismus hat seinen schmutzigen Kopf wieder aus der Verdunklung des Reformatismus in England hervorgezogen. Ja, hat wieder seinen Kopf ins Freie gesteckt, 1829 und 1830, da werden wir nachher noch drauf eingehen. Er hat uns unvorbereitet getroffen. Tja, weil wir eben von Generation zu Generation andere Dinge vererbt haben, als die Freiheiten, für die wir davor gekämpft haben. Und als Folge dessen geht der Kampf bis zu einem gewissen Maße gegen uns selber. So ist das, meine lieben Brüder und Schwestern. Wenn man erwacht zu der Wahrheit, die die Bibel ist, dann merkt man, dass man sich selber als größter Feind erstmal selbst im Wege steht, in der Anerkennung der Wahrheit, die die Bibel uns offenbart. Mehr als drei Jahrhunderte der Emanzipation vom Joch Roms
so sagt der Autor 1887, gehen wir halt zurück an 1520, die Zeit von Martin Luther, deswegen mehr als 300 Jahre der Emanzipation vom Joch Roms, 300 Jahre biblischen Lichts und Freiheit, das, die hatten uns übermütig gemacht. Und sie haben uns dazu gebracht, die Macht mit und den Einfluss des tödlichsten Feindes zu unterschätzen. Nicht nur auf das Evangelium Gottes, sondern auch auf das protestantische England. Großbritanniens ehrenvolle Auszeichnung, der führende Zeuge unter den Nationen für die Wahrheit des Evangeliums und gegen die Irrtümer des Romanismus zu sein, war unter uns leicht geschätzt worden oder zu leicht befunden worden. Unsere Väter gewannen diese Auszeichnung durch jahrelangen Kampf und Streit. Sie kauften sie mit ihrem besten Blut und schätzten sie als etwas, was ihnen teuer ist. Es hat uns nichts gekostet. Wir wurden dazu geboren. Wir kannten nicht seinen Wert, wie sie es taten. Zu Beginn dieses 19. Jahrhunderts gehörte die Macht Roms in diesen Ländern der Vergangenheit an. Und sie schien auch in anderen Ländern schnell zu verfallen. Unter uns wuchs die Vorstellung auf, dass es keine Notwendigkeit gab, eine Wiederbelebung dieser tödlichen schwarzen Witwe zu fürchten, welche die Schande all dessen ist, was großartig und gut, rein und aufblühend ist. Die große schwarze Witwe. Dazu lesen wir in Offenbarung 18, Vers 7. In dem Maß, wie sie sich selbst verherrlichte und üppig lebte, gebt ihr nun Qual und Leid. Denn sie spricht in ihrem Herzen, ich throne als Königin und bin keine Witwe und werde kein Leid sehen. Um diese tödliche schwarze Witwe, eine andere Bezeichnung für die Hure Babylons, geht es hier. Das Licht des wahren Wissens hatte für immer die dunklen Nebel des Aberglaubens zerstreut. So wurde es angenommen. Mittelalterliche Tyrannei und Grausamkeiten, die unter dem Vorwand der Religion getarnt waren, konnten in diesen Ländern des Lichts und der Freiheit nie wieder Fuß fassen. Wir mögen die Korruption und Verrücktheiten Roms verachten und verhöhnen, aber um ihren Einfluss zu fürchten? Nee, sie war zu weit vergangen und zu schwach, um Angst oder gar Wachsamkeit zu wecken. Wovon spricht der Autor hier? Spät im 19. Jahrhundert spricht er davon, dass zum Ende des 18. Jahrhunderts hin, unter anderem durch Papst Clemens XIV., die Jesuiten 1773 verboten wurden. Dadurch, dass die Jesuiten verboten wurden und mehr oder weniger öffentlich gebannt waren, abgeschafft waren, hat man die Menschheit, sage ich jetzt mal zwischen Anführungszeichen, in Sicherheit gewiegt. Und dann gab es noch den Vorfall, dass 1798 der General Berthier den Papst festgenommen hat. Und dann gab es noch den Vorfall, dass 1866 die beschützenden Truppen aus Frankreich, die den Vatikan beschützt hatten, um dafür zu sorgen, dass der Vatikan seine weltliche Macht weiter ausüben kann, dass diese französischen Truppen den Vatikan verlassen haben und der Vatikan schutzlos dalag gegenüber der sich formenden italienischen Republik. Und die Leute haben sich in Sicherheit gewogen. Und wir lesen darüber in der Bibel in Offenbarung Kapitel 13. Ich mache das jetzt nicht auf, da kommen sicher noch Gelegenheiten genug dazu, um auch die Bibelzitate hiermit beizunehmen. Aber in Offenbarung 13 lesen wir von einer tödlichen Wunde, die das Tier, das erste Tier aus der Offenbarung Kapitel 13, erfährt. Und diese anscheinend tödliche Wunde hat den Protestantismus, hat die protestantischen Nationen in Sicherheit gewiegt. Er hat ihnen eine Sicherheit gegeben, die sie gar nicht hatten. Weil Rom hat nie aufgehört zu existieren. Rom ist semper eadem, immer dieselbe. Manchmal versteckt und manchmal offen. Und wir reden im Grunde nur davon, dass Rom jetzt mehr versteckt handelt. Und damit haben sich die Nationen in Sicherheit gewogen. Und
Deswegen war die Zeit zu weit vergangen und zu schwach, um Angst oder gar Wachsamkeit zu wecken, dachten die Protestanten, und das war ein schwerer Fehler, dem sie unterlagen. Das war alles eine Illusion, sagt der Autor. Und wir wurden grob getäuscht. Die schwierige und gefährliche Krise, durch die England jetzt hindurchgeht, ist das indirekte Ergebnis des Vorgehens, das unter dieser Täuschung unternommen wurde. Ja, jetzt bin ich natürlich weggeflutscht hier, weil ich habe den Film hier eingeschaltet. Und Gott alleine weiß, was die letzten Konsequenzen sein mögen. Eine Schlange kann geschlagen, aber nicht getötet werden. Sie kann das Leben behalten und ihrem Feind eine tödliche Wunde zufügen. Der Boden kann von einem zerstörerischen Unkraut gesäubert werden, aber die kleinsten zurückbleibenden Überreste können sprießen und sich so schnell ausbreiten, dass sie die Handlung neu durchdringen. Ich glaube, jeder, der zu Hause einen Garten hat, kann sehr gut nachvollziehen, wovon der Autor hier spricht. So verhielt es sich also mit römischem Einfluss im protestantischen England. Und nicht anders, meine lieben Brüder und Schwestern, verhielt es sich im protestantischen Deutschland. Aber lassen wir die Fakten sprechen. Vor 50 Jahren gab es in Großbritannien nicht 500 römische Priester. Heute sind es 2600. Vor 50 Jahren gab es noch keine 500 Kapellen. Heute sind es 1575. Vor 50 Jahren gab es in Großbritannien überhaupt keine Klöster. Heute sind es 225. Es gab damals schon 16 Nonnenklöster, aber heute gibt es über 400 dieser vergitterten und verriegelten und undurchdringlichen Gefängnisse, in denen 15.000 Engländerinnen gefangen gehalten werden. Gefangene, die der Gnade eines zölibatären Klerus ausgeliefert sind, der die Macht hat, diese unglücklichen und hilflosen Opfer unter dem Namen der Buße zu foltern, es sei denn, man gehorcht ihnen. Hier muss ich kurz etwas zufügen, an das sich vielleicht auf jeden Fall, denke ich doch mal, Michael erinnern wird, der mich bei der Lesung begleitet hat auf meinem zweiten Kanal von dem Buch von Theodor Griesinger, wo wir in Sendung 435 gesprochen hatten über das Zölibat der Jesuiten und darüber, wie sie das, ich sag mal im Scherz, umgesetzt haben und welchen Missbrauch es davon gab. Und da haben wir unter anderem auch davon gesprochen, dass die Priester sich bedienen an den Nonnenklostern, als ob das da ein freier Ausschank wie in der Kantine wäre, zum Essen zu gehen, nach dem Motto, um sich sexuell zu befriedigen. Ja? Und genau das spricht der Autor hier auch an, ohne da jetzt genauer näher drauf einzugehen. Wer da mehr drüber wissen möchte, dem kann ich anraten, sich auf meinen zweiten YouTube-Kanal zu begeben, Jugglers War und Disinfo und die Lesung von Griesinger, Theodor Griesinger, zu verfolgen, die im Augenblick, in diesem Moment 35 Teile aufweist. Das sind 40 in total im ersten, in dem ersten Band. Den zweiten müssen wir noch künftig einlesen. Nun, der Autor fährt fort und sagt, vor 50 Jahren gab es in unserem Land England nur zwei Colleges für die Ausbildung römisch-katholischer Priester. Das heißt, von Männern, die durch Eid verpflichtet waren, in England als Agenten einer fremden Macht zu handeln, deren einziges großes Ziel die Zerstückelung unseres Reiches und der Untergang unseres Einflusses in der Welt ist. Jetzt gibt es 29 solcher Schulen. Und am seltsamsten ist, dass England, das einst Klöster abschaffte und sich die unrechtmäßig erworbenen Errungenschaften Roms aneignete, nun tatsächlich den Romanismus im eigenen Land mit über 1 Million Pfund pro Jahr fördert. Der genaue Betrag beträgt 1.052.657 Pfund, 1890 ungefähr. Welcher Betrag wäre das heute? Noch schwerwiegender sind die Ergebnisse, die sich aus dem Verfall des evangelischen Christentums ergeben haben, das sein unverwechselbares Zeugnis gegen die römische Lehre und Praxis abgelegt hat.
Ein Glaubensabfall hat in der reformierten Kirche von England selbst stattgefunden und viele ihrer Mitglieder, die nicht in die wahre Natur und Geschichte der Kirche von Rom eingeweiht sind und die die prophetischen Lehren der Schrift darüber nicht kennen, haben sich über eine Rückkehr zu vielen der korrupten Lehren und Praktiken gefreut, über dessen Beseitigung ihre Vorfahren einst gestorben sind. Unser reformierter Glaube ist also sowohl von außen als auch von innen gefährdet und er kann nur durch eine entschlossene Rückkehr zum wahren Zeugnis von Heiligen und Märtyrern anderer Tage verteidigt werden. Wir müssen aus der göttlichen Prophezeiung neu lernen. Wir müssen Gottes Einschätzung des Charakters der Kirche von Rom neu lernen, wenn wir neu bewegt werden wollen. Zeugen für Christus gegen diesen großen Glaubensabfall zu sein. Wir müssen Gottes Einschätzung des Charakters der Kirche von Rom neu lernen, wenn wir bewegt werden wollen, Zeugen für Christus gegen diesen großen Glaubensabfall zu sein. Wenn man die Lüge nicht kennt, dann kann man auch die Wahrheit nicht kennen. Nur wenn man die Heilige Schrift kennt und weiß, wie Gott findet, dass er angebetet werden will, wie er es uns befiehlt, dann können wir sehen, wo die römisch-katholische Kirche da Falschlehre hat. Ja? Wir müssen wieder Zeugen für Christus gegen diesen großen Glaubensabfall sein. Wir müssen wieder die Schrift, die Bibel und die Bibel alleine hochhalten. Wie es geschrieben steht im Buch der Epheser, Kapitel 6, zwischen Vers 10 und 18. Wir müssen den ganzen Harnas von Gott anziehen. 7 verschiedene Waffen, die dafür sorgen, dass wir dem Feind gerüstet entgegentreten. Und ich spreche hier nicht von materiellen Waffen oder Schwertern, sondern ich spreche von geistlichen Schwertern. Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen Mächte des Geistes. Ja? Als Protestanten, als Christen, als freie Menschen, als Philanthropen, als diejenigen, die mit den Lehren der Geschichte vertraut sind, bedauern wir den bestehenden Zustand der Dinge. Und hier sitzt schon mal ein großer Casus Knactus. Als diejenigen, die mit den Lehren der Geschichte vertraut sind. Da liegt das Problem. Wir sind mit der Geschichte nicht vertraut, weil wir die Geschichte nirgendwo gelehrt bekommen. In der Schule nicht. In der Familie nicht, in der Kirche nicht, in der Universität nicht, in den Bibliotheken nicht, nirgendwo, wo wir hingehen, kriegt man noch die wahre Geschichte gelehrt. Und wenn die Geschichte anders erzählt wird, als sie sich zugetragen hat, dann kann ich aus dieser Geschichte keine Lehren ziehen. Also, diejenigen, die mit der Lehre der Geschichte vertraut sind, gut. Wenn wir das sind, dann bedauern wir den bestehenden Zustand der Dinge. Aber da müssen wir uns erstmal aneignen, überhaupt zu lernen, wie die Geschichte sich wirklich zugetragen hat. Und dazu gibt es ein hauptsächliches Ding, auf das man zurückgreifen kann. Und das ist die Bibel. Ja? Denn, wie bereits gesagt vorhin, in der Bibel sind die Prophezeiungen, die nichts anderes sind als Geschichte im Voraus geschrieben. Wenn ich mit dieser Geschichte vertraut bin, dann kann ich die wahren Lehren aus der Geschichte ziehen und dann kann ich auch dafür sorgen, dass ich den ganzen Harnas von Gott wieder anziehen kann und dass ich mich des Romanismus erwehren kann. Wir betrachten all diese Veränderungen als eine rückschrittliche Bewegung der gefährlichsten Art und wir fühlen uns gezwungen, den großen alten Protest zu erneuern, dem die Welt ihre modernen Errungenschaften von Freiheit, Wissen, Frieden und Wohlstand verdankt, wie ich vorhin bereits schon mal kurz angeholt habe. Diese Errungenschaften der hauptsächlich protestantischen Länder, Vereinigte Staaten von Amerika, England und Deutschland, die dafür gesorgt haben, dass Freiheit, Wissen, Frieden, Wohlstand, Vorausgang überhaupt erst entstehen konnten.
Wir erkennen es als ein Recht und unbestreitbare Tatsache an, dass die Zukunft unserer Rasse, der Menschheit, einer Rasse, der Menschheit, nicht bei den Papisten, sondern bei den Protestanten liegt. Seine führenden Nationen sind heute nicht das päpstliche Italien, Spanien und Portugal, sondern das protestantische Deutschland, England und Amerika. Was den Unterschied ausmacht? Die Nationen, die die Reformationsbewegung des 16. Jahrhunderts angenommen haben, haben seither nie aufgehört, in politischer Macht, sozialem Wohlstand, philanthropischem Unternehmertum und allgemeiner Aufklärung voranzuschreiten, während die Nationen, die sie ablehnten und an den Verderbnissen Roms festhielten, in all diesen Aspekten ebenso stetig zurückgegangen sind. Die Bibel sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nun, die vorliegende Vortragsreihe soll die große Kontroverse zwischen der Kirche von Rom und den evangelischen Kirchen wieder aufleben lassen. In diesem Krieg steht die römische Armee auf der einen Seite und der Protestantismus in geschlossener Front auf der anderen. Tja, die geschlossene Front. Stehen wir als Protestanten wirklich in einer geschlossenen Front, wenn, wie Tony Palmer damals behauptet hat, als er bei Kenneth Copeland auftrat und seinen Bericht mit dem Papst ausgetauscht hat und sagte, der Protest ist vorbei, ist dein Protest auch vorbei? Wo er fragte, wieso es 30.000 verschiedene protestantische Denominationen geben kann? Wie kann man denn als Protestant mit einer Stimme gegen Rom sprechen, wenn wir so versplittert und verteilt sind? Wenn, wie wir auch in dem Buch von Griesinger gelernt haben, während des Dreißigjährigen Krieges diese Versplitterung zwischen Protestanten und Katholiken zwischen den verschiedenen protestantischen Richtungen, nämlich Lutheranismus auf der einen Seite und Calvinismus auf der anderen Seite, bereits solche verderblichen Früchte getragen hat, dass noch nicht einmal der Protestantismus mit einer gemeinsamen Stimme gesprochen hat. Und der Ökumenismus seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das stattfand zwischen 1962 und 1965, hat da natürlich noch sein Übriges mit beigetragen, was dafür sorgt, dass all diese verschiedenen Denominationen oder Glaubensrichtungen wieder unter die Fittiche Roms zurückkehren sollen. Ja, und da gibt es welche, die folgen diesem Weg des Ökumenismus, da gibt es welche, die folgen dem nicht. Wie kann man denn dann bitte schön mit einer Stimme sprechen? Das ist eine Sache, das muss man sich immer überlegen, wenn man solche Dinge liest wie das hier. Mit geschlossener Front, der Protestantismus mit geschlossener Front, ja, das kann man sich wünschen, aber das trifft so nicht wirklich ein. Und im Grunde geht es hier um den Kampf der Kirche oder des Körpers Jesu Christi hier auf Erde gegen Satan. Ja? Die Regimenter Roms tragen nur eine scharlachrote Uniform, wehen mit nur einer päpstlichen Fahne und benutzen in ihren religiösen Zeremonien nur eine einzig und dazu noch tote Sprache, nämlich Latein. Die protestantische Armee hingegen besteht aus vielen Divisionen, in unterschiedlichsten Uniformen, mit den verschiedensten Fahnen und unterschiedlichsten Sprachen. Aber, wie die vereinten Regionen Deutschlands im Ringen mit Frankreich, sind sie umso stärker für ihre freiwillige Vereinigung. Darüber hinaus dürfen sie sich diesem großen Kampf herzlich anschließen. Die zweitrangigen konfessionellen Unterschiede zwischen Bischöfen, Presbyterianern und Nonkonformisten sind durch ihren gemeinsamen Konflikt mit Rom bereits vergessen. Das einzige Problem besteht daher zwischen denen, die an dem alten Evangelium von Christus festhalten, und denen, die ein anderes Evangelium lehren, welches kein anderes ist. Der Apostel Paulus hat bereits davor gewarnt. Wenn jemand kommt, und selbst sei es ein Engel, und er lehrt euch ein anderes Evangelium als das, was wir euch gelehrt haben, glaubt es nicht.
Und das Evangelium der römisch-katholischen Kirche ist ein anderes als das Evangelium der Bibel, ein anderes als das Evangelium von Jesus Christus. Denn die römisch-katholische Kirche, den Jesus, den sie verehrt, das ist der Tammuz aus Babylon. Unser Thema in diesen Vorträgen, fährt der Autor fort, ist der Romanismus und die Reformation aus der Sicht der Prophezeiung. Das heißt, wir geben Ihnen nicht nur eine menschliche Sicht auf das Thema, sondern ebenso die göttliche Sicht. Nicht die einzelne Meinung eines Vortragenden darüber, sondern die Lehren der Propheten und Apostel, das Gericht des einzigen weisen Gottes, wie es in seinem heiligen Wort zum Ausdruck kommt. In dieser gesegneten göttlichen Offenbarung, die ihre Strahlen auf jedes Thema von Interesse für das Volk Gottes wirft. Es ist eine Tatsache, dass der Kanon der Schrift zwar schon vor dem Beginn des Romanismus und 15 Jahrhunderte vor der Reformation geschlossen war, aber dennoch stellt es das göttliche Gericht für beide, sowohl den Romanismus als die Reformation, gleichermaßen dar. Die Bibel zeichnet die Vergangenheit in ihren Geschichten und die Zukunft in ihren Prophezeiungen auf, welche einfach Geschichte ist, die im Voraus geschrieben wurde. Sie formuliert außerdem moralische Bewertungen über die von ihr beschriebenen Personen und die von ihr aufgezeichneten Handlungen. Ferner formuliert sie moralische Bewertungen, welche die von ihr vorhergesagten Personen und Handlungen betreffen. Sie warnte die Kirche vor den Machenschaften des römischen Papstes, sogar aus den Tagen vom heidnischen Rom. Johannes, das Opfer von Nero und Domitian, malte für die Nachwelt Bilder von den Märtyrern der Inquisition und von den Grausamkeiten der Tyrannen, die gnadenloser waren als die Cäsaren. Wenn wir diese Frage vom Standpunkt der Prophezeiung aus betrachten, ist es folglich unser Ziel, nicht nur die Erfüllung der heiligen Vorhersage in den allgemeinen Tatsachen der Geschichte zu verfolgen, als Beweis für die Inspiration der Schrift, obwohl unsere Vorträge das natürlich tun müssen, sondern es ist noch so viel mehr, die göttliche Sicht des römischen päpstlichen Systems darzustellen, um zu zeigen, welche unendliche Verurteilung und Abscheulichkeit die Schrift über sie ergießt und was für ein schreckliches Verhängnis sie dagegen anprangert. Wenn wir wissen, was Gott von einem System hält, dann wissen wir, was wir davon halten sollten und wie wir darauf reagieren sollten. Vorgewarnt ist gewappnet. Wäre die Jugend der letzten zwei oder drei Generationen Englands in den Schriften, die sich auf dieses Thema beziehen, sorgfältig unterrichtet worden, hätten wir weder erleben sollen, wie unser Land durch Jesuitenintrigen in Schwierigkeiten und in Gefahr der Zerstückelung geriet, noch wie sich unsere Nationalkirche angesichts unmittelbarer Gefahr aufspaltet und ein Teil von ihr in den Glaubensabfall zurückfiel, von dem die Reformation sie befreit hatte. Bevor ich jetzt hier fortfahre und Henry Grettengenes gleich weiter vorlesen werde, möchte ich auf einen Punkt eben noch mal ein wenig eingehen. Was wir hier in diesem letzten Absatz gelesen hatten, wir lesen hier von Johannes, wir lesen hier von Paulus. Ja? Hier lesen wir von Johannes, wir haben von Paulus gelesen und so weiter. Henry Grettengenes stellt anhand der Bibel die Geschichte dar. Ich möchte da einen ganz wichtigen Punkt von machen, meine lieben Brüder und Schwestern. Es geht nicht darum, was Henry Grettengenes 1888 sagt. Es geht nicht darum, was Jörg Lissmann 2018 sagt. Es geht nicht darum, was der Mensch sagt. Es geht darum, was Gott in seinem Wort sagt. Wenn wir uns den Psalm 118, Vers 8 anschauen, jetzt habe ich das hier in der König James auf, ich muss das mal eben in meiner deutschen Schlachterbibel aufmachen. Da haben wir im Psalm 118, Vers 8 auf Deutsch stehen, Zitat, besser ist's, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf den Menschen zu verlassen. Oder wie es in der König James noch viel besser heißt, es ist besser, auf den Herrn zu vertrauen, denn seine
denn sein Vertrauen in einen Menschen zu stecken. Ja? It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Das ist wieder mal so ein Beispiel, wo ich mit der Übersetzung der Schlachterbibel überhaupt nicht einverstanden bin, die gar nicht den Geist rüberbringt, den die König James hier bringt. Der Punkt ist der folgende, meine lieben Brüder und Schwestern. Henry Gretton Guinness schreibt dieses Buch zwar, aber er legt hier nur das Wort Gottes aus. Er beschreibt nur, was Gott uns in seinem Buch mitteilen will. Er greift zurück auf göttliche Propheten. Er greift zurück auf die Menschen, die Gott erwählt hat, um uns diese Nachricht zu bringen. Nämlich Daniel im Alten Testament, Paulus im Neuen Testament und Johannes abschließend im letzten Buch der Offenbarung. Ebenfalls im Neuen Testament. Es geht hier nicht um die Meinung von Henry Gretton Guinness. Es geht hier nicht um die Meinung von Jörg Lissmann. Es geht hier um die Warnung unseres Schöpfers. Das möchte ich bitte, dass ihr aus diesem reichlich gefüllten Absatz, den wir gerade hier gelesen haben, behaltet. Vorgewarnt ist gewappnet. Dem stimme ich zu. Lassen Sie mich zunächst die drei Begriffe in unserem Titel klar definieren. Romanismus, Reformation und Prophezeiung. Hierfür werde ich nun drei folgende Fragen beantworten. Erstens, was ist Romanismus? Zweitens, was war die Reformation? Und drittens, was ist Prophezeiung? Erstens. Romanismus ist abtrünniges lateinisches Christentum. Nicht nur abtrünniges Christentum, sondern abtrünniges lateinisches Christentum. Die griechische Kirche, die armenische Kirche, die koptische Kirche sind alle mehr oder weniger abtrünnig. Die protestantische Kirche selbst hat keinerlei Abtrünnigkeit in sich. Naja. So wie der Henry Gretton Guinness das 1888 sieht, kann man das heute in 2018 ganz sicher nicht mehr sehen. Die protestantische Kirche hat sehr viel Abtrünnigkeit in sich. Und ich bin hier mit dem Autor auch absolut nicht einverstanden, weil man darf ja nicht nur aus der Zeit von 1888 sprechen, man muss sonst aus der Zeit davor sprechen. Man muss selbst von den Fehlern der Reformatoren sprechen. Man muss selbst von Fehlern sprechen, die solche fantastischen Botschafter Gottes in sich hatten, wie zum Beispiel Martin Luther. Ich habe mich noch nie so viel mit Martin Luther beschäftigt wie die letzten Jahre. Ich habe von Martin Luther das Buch gelesen, gegen das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet. Ich habe es in Deutsch gelesen, ich habe es in Englisch gelesen. Ich habe seinen Katechismus gelesen in Deutsch und in Englisch, den kleinen und den großen. Ich habe sein Schreiben gelesen an den deutschen Adel von 1520. Ich habe von der babylonischen Gefangenschaft zum Großteil gelesen. Ich habe eine ganze Menge Schriften von Luther gelesen und ich habe festgestellt, dass Luther bis zum Ende seines Lebens noch vielen römisch-katholischen Sauerteig in sich getragen hat. Der sich unter anderem dadurch offenbart, dass in seinem Katechismus das zweite Gebot nicht ausdrücklich vermeldet ist und das zehnte Gebot in zwei Teile geteilt war. Übrigens für diejenigen, die es noch nicht wissen, anscheinend hat Martin Luther einen Katechismus erstellt, noch bevor die römisch-katholische Kirche das gemacht hat. Von daher, dass die zwei so ungefähr dasselbe sagen. Das Merkwürdige ist nur, Luther kam mit seinem Katechismus erst raus und die römisch-katholische Kirche hat mehr oder weniger von ihm abgeschrieben. Aber in Luthers Katechismus finden wir Fehler wie, das zweite Gebot ist nicht genannt, Kindertaufe wird anerkannt, er spricht noch von Sakramenten. Ja, Sakrament ist ein römisch-katholischer Begriff, der in der Bibel nicht vorkommt. Ja, das sind alles Dinge, die Martin Luther selbst noch als Fehler hatte. Nun geht es mir hier nicht darum, Martin Luther zu verdammen, aber es geht mir darum, deutlich aufzuzeigen, dass auch der Protestantismus von dem wahren Wort Gottes von Anfang an abgewichen ist, obwohl sie alle behauptet haben, die Bibel und die Bibel alleine. Da stehen wir drauf. Das ist unsere
Autorität. Es war die Autorität der Protestanten, die geschickt wurden zum Konzil von Trient zwischen 1545 und 1563. Und in diesem Konzil von Trient wurden sie von dem Erzbischof von Reggio in der 17. Sitzung zur Schau gestellt. Sie wurden lächerlich gemacht. Sie wurden Spottpreis gegeben, weil der Erzbischof von Reggio ganz klar sagte, wenn die Protestanten sich auf die Bibel und die Bibel alleine berufen, dann haben sie keinen Grund, den Sonntag zu heiligen, wofür es keine andere Rechtfertigung gibt als die Tradition der römisch-katholischen Kirche. Weil man kann die Bibel von Genesis bis Offenbarung lesen und nirgendwo steht geschrieben, dass der Sabbat vom siebten Tag der Woche auf den ersten Tag der Woche geändert wurde. Das sind die Worte des Erzbischofs von Reggio und ich kann es euch schriftlich beweisen. Ich habe da damals ein dreistündiges Video drüber gemacht in Englisch. Nothing but the truth. Why didn't the reformers go all the way? The Sabbath question. Wer Englisch kann, sollte sich das unbedingt anhören. Da habe ich auch die Papiere eingeblendet. Das ist damals so passiert. Und der Erzbischof hat leider, muss ich sagen, recht. Ich meine, ich stimme selten einem Katholiken zu, aber dem stimme ich zu. Er meinte, dadurch, dass die Protestanten sagen, die Bibel und die Bibel alleine, aber anhand der Sabbatfrage nicht auf die Bibel hören, sondern auf die Tradition der römisch-katholischen Kirche, dadurch sind sie nur Rebellen. Keine geeinte Front. Da können wir nochmal drauf zurückkommen. Ja? Also, die protestantische Kirche selbst hat keinerlei Abtrünnigkeit in sich. Da bin ich nicht ganz mit einverstanden, wenn der Autor das so sagt. Aber es ist der Romanismus oder das lateinische Christentum allein, sagt der Autor, von dem wir hier sprechen, weil es die große und schreckliche Macht des Bösen ist, die vom Propheten Daniel und vom Apostel Johannes so weitgehend vorhergesagt wird. Es ist der besonders Abtrünnige, der sich am deutlichsten in der Prophezeiung darstellt und es ist der Höhepunkt vom christlichen Glaubensabfall. Es umfasst alle, deren öffentliche Gottesdienste in lateinischer Sprache abgehalten werden und die dem Papst von Rom treu ergeben sind. Dean Millmans Geschichte der Kirche von Rom heißt die Geschichte des lateinischen Christentums. Wir müssen verstehen, dass Henry Gretton Guinness, als er in Exeter Hall aufgetreten ist, um diese Vorträge zu zeigen, Schubkarren von Büchern dabei hatte. Und jedes Buch, das er hier in diesem Buch erwähnt, hat er in dem Augenblick seines Vortrages dabei. Und er nimmt die Bücher und zitiert daraus. In diesem Fall Dean Millmans Geschichte der Kirche von Rom, das heißt die Geschichte des lateinischen Christentums. Erzbischof Trench spricht hierin von Gregor dem Großen als dem letzten der lateinischen Väter und dem ersten im modernen Sinne der Päpste. Nun, lateinische Väter, das kann man mit dem Wort Bischöfe im Grunde ersetzen. Und Jesus Christus hat deutlich gesagt, nenne niemanden deinen Vater, außer einem, der ist im Himmel. Und der letzte, der Päpste. Ja, hier kommen wir noch drauf zu sprechen. Deswegen habe ich hier nur eine ganz kurze Note genommen, weil wenn ich jetzt hier näher drauf eingehen würde, dann müsste ich euch sagen, dass wir wahrscheinlich die Sendung ein wenig länger gestalten müssen, weil alleine für den Ausflug, wie ich bereits entgegen das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet besprochen hatte, zu machen, brauchen wir, denke ich, mindestens eine extra Sendung. Und um nicht in Wiederholung zu fallen, besprechen wir das zu einem späteren Zeitpunkt. Ich glaube, das ist auf der nächsten oder übernächsten Seite hier in diesem Vortrag, da kommen wir dann noch zu. Aber hier lasse ich das mal eben so stehen, wie der Autor das sagt. Dem Erzbischof Trench spricht von Gregor dem Großen als dem letzten der lateinischen Väter und dem ersten im modernen Sinne der Päpste. Um euch eine Idee zu geben, worum es geht, da habe ich hier verschiedene Dokumente, so wie ihr zum Beispiel seht, ein PDF an den Kaiser Mauritius und alle Briefe Gregor des Ersten und so weiter, und da werden wir dann drauf eingehen, wenn es dann soweit ist. Jetzt lasse ich das eben hier so stehen.
Erzbischof Trench spricht hierin von Gregor dem Großen als dem letzten der lateinischen Väter, der Bischöfe. Ja. Es geht darum, dass Gregor der Große kein Papst war, wie die römisch-katholische Kirche behauptet, sondern dass wir verstehen, dass Gregor der Große, der zwischen Anführungszeichen Papst war, Ende des 6. Jahrhunderts war, Anfang des 7. Jahrhunderts, und eine bestimmte Warnung ausgesprochen hat. Und der Erzbischof Trench spricht hierin von Gregor dem Großen als dem letzten der lateinischen Bischöfe und dem ersten im modernen Sinne der Päpste. Da werden wir dann darauf hinkommen, dass es im Grunde nicht Gregor ist, sondern sein Nachfolger Bonifaz der Dritte. Oder Innozent der Dritte, Entschuldigung. Nee, Bonifaz. Mit den Namen komme ich manchmal durcheinander. Ich habe es nur aufgeschrieben, wir werden sehen, wie wir da hinkommen. Jedenfalls fährt Trench fort und er sagt, er habe, Zitat, mehr als jeder andere getan, um die Kirche auf neue Wege zu führen, auf denen sie reisen muss, um ein lateinisches Christentum mit eigenen Besonderheiten zu konstituieren, wie beispielsweise eine weitgehende Trennung von dem Griechischen. Romanismus ist das lateinische Christentum, welches abtrünnig wurde. Das sagt Henry Gretton Guinness. Und ich füge dann noch einmal zu, ein lateinisches Christentum kann es gar nicht geben. Christentum ist nicht gebunden an eine Sprache und schon gar nicht eine tote Sprache wie das Latein. Romanismus, sagt er, ist dieses lateinische Christentum, welches abtrünnig wurde. Zum zweiten Punkt, nachdem wir den Romanismus erklärt haben, kommen wir zur Reformation. Die Reformation, sagt Henry Gretton Guinness, war eine Rückkehr zum primitiven oder nicht abtrünnigen Christentum. Erreicht vor 3 bis 4 Jahrhunderten in diesem Land, in Deutschland und in einigen anderen Ländern Europas. Eine Rückkehr, um das nochmal eben deutlich zu machen, zum wahren apostolischen Christentum, dem biblischen Christentum, dem Christentum, von dem Paulus den Heiden gelehrt hat und von denen Petrus und die anderen Aposteln der Beschneidung, den Juden, gelehrt haben. Ein Merkmal dieser großen Bewegung war der Verzicht auf die Verwendung des Lateinischen im öffentlichen Gottesdienst und die Übersetzung der Heiligen Schrift in eine lebendige Sprache, damit alle Nationen das Wort Gottes in ihrer eigenen Sprache lesen und seine heiligen Botschaften für sich selbst verstehen können. Die Namen Luther, Zwingli, Erasmus, Tyndale, Knox, Calvin, Latimer, Ridley, Cranmer, Hooper und viele andere sind mit dieser Reformation verbunden. Und an dritter Stelle, Prophezeiung ist der göttliche Spiegel der Zukunft. Noch nicht gesehene Dinge spiegeln sich mehr oder weniger deutlich auf der Oberfläche wider. Sie können zum Teil schon im Vorfeld erkannt und zum Zeitpunkt der Erfüllung eindeutig identifiziert werden. So wurde die erste Ankunft Christi gezeigt, aber wieder hinter einer verdunkelten Scheibe, tausende von Jahren bevor sie stattfand. Und so wurden die tragischen Zeiten der Belagerung von Jerusalem, dem Geist von Mose, noch vor dem Bau der Stadt selbst präsentiert. Romanismus und die Reformation lagen beide in ferner Zukunft, als Daniel und Johannes ihre Geschichte voraussahen. Aber ihre prophetischen Visionen und Schriften spiegeln sowohl das eine als auch das andere mit einer Deutlichkeit und mit einer Klarheit wider, die das genaue Äquivalent ihrer Größe und Bedeutung in der Geschichte der Kirche und der Welt ist. Beachten Sie diese drei wesentlichen Definitionen. Der Romanismus ist abtrünniges lateinisches Christentum. Die Reformation war eine Rückkehr zum primitiven, nicht abtrünnigen apostolischen Christentum vor 3 Jahrhunderten, gesprochen 1888, und Prophezeiung ist der Spiegel der Zukunft. Jetzt fragen wir uns doch mal als nächstes. Was ist dieser Romanismus oder das lateinische Christentum im Unterschied zu Griechisch
oder protestantisch oder irgendeiner anderen Form des Glaubens Christi. Was ihre Lehren und Praktiken betrifft, so werden wir diese Frage später in unseren Vorlesungen beantworten, indem wir aus ihren eigenen anerkannten Standards zitieren. So, so wie Henry Gretton Guinness, um seinen Punkt zu machen, was Romanismus und Reformation betrifft, er auf die Bibel zurückgreift, so greift er in vielen anderen Zitaten zurück auf das, was die römisch-katholische Kirche in ihren eigenen Schriften veröffentlicht. Und die werden wir zur Genüge lesen und studieren während dieses Buches, von dem wir heute hier nur den ersten Teil lesen. Für die Gegenwart, also Ende des 19. Jahrhunderts, müssen wir uns auf eine Betrachtung ihrer Geschichte beschränken. Auf eine Betrachtung ihrer Geschichte beschränken. Aber bevor ich Ihnen einen kurzen Überblick gebe, kann ich sagen, dass es drei verschiedene Arten von Prophezeiungen über den Aufstieg, den Charakter, die Taten und den Untergang des Romanismus gibt. Die erste Art befindet sich im Buch Daniel, im Alten Testament, wie die meisten Leute sagen. Ich bevorzuge das Gesetz und die Propheten. Die zweite Art findet sich in den Briefen des Paulus und die dritte in den Briefen und der Offenbarung des Johannes. Und keine dieser drei an sich ist vollständig. Nur durch die Kombination der einzelnen Merkmale erhalten wir das perfekte Porträt. Genauso wie wir nur durch die verschiedenen Studien der Vergangenheit ein Puzzlebild zusammensetzen können, wovon die einzelnen Stücke keinen Sinn ergeben, aber zusammengefügt und aus Abstand betrachtet, sehen wir das, wie er hier sagt, perfekte Porträt oder das ganze Bild. So wie wir aus dem einen Evangelium kein vollständiges Leben Christi ableiten können, sondern um dies zu erreichen, müssen wir die Aufzeichnungen in den anderen drei berücksichtigen, also nicht nur Matthäus lesen, sondern auch Markus, Lukas und Johannes. So können wir nicht aus einer Prophezeiung einen korrekten Bericht über den Antichristen sammeln. Wir müssen sie zu den Angaben, die in einer von den beiden anderen gegeben wurden, hinzufügen. Einige Merkmale sind in allen drei Prophezeiungen gegeben, ebenso wie der Tod und die Auferstehung Christi in allen vier Evangelien. Andere sind nur in zwei oder drei gegeben, und wieder andere sind in nur einem gegeben. Wie man es von der Stellung und Ausbildung des Propheten Daniel, der Staatsmann und Gouverneur in Babylon war, erwarten kann, stellt seine Prophezeiung den politischen Charakter und die Beziehungen des Romanismus dar. Passend dazu sehen wir hier gerade ein Bild, das aus Daniels Prophezeiung in Kapitel 2 kommt. Nur mal eben hier eingeworfen. Und Daniel spricht also, da er selbst ein Staatsmann war, vom politischen Charakter des Romanismus. Die Prophezeiung des Apostels Paulus hingegen stellt den kirchlichen Charakter und die Beziehungen selbiger dar. Und Johannes Prophezeiung, sowohl in Offenbarung 13 als auch in Kapitel 17, stellen die Verbindung beider, die gegenseitigen Beziehungen der lateinischen Kirche und des römischen Staates dar. Er, Johannes, verwendet zusammengesetzte Figuren, von denen ein Teil den politischen Aspekt des Romanismus als Zeitregierung und der andere seinen religiösen Aspekt als ein kirchliches System darstellt. In diesem Vortrag beschäftigen wir uns mit Daniels politischer Prophezeiung, mit seinen Vorhersagen über die große Macht des Bösen, die ihm im Vierten Reich offenbart wurde und die er in Kapitel 7 seines Buches beschreibt. Bevor wir diese Prophezeiung betrachten, müssen Sie mir kurz gestatten, einige bekannte historische Fakten in Erinnerung zu rufen, die niemand leugnen oder in Frage stellen kann. Nun, welche das sein werden, das werden wir in der nächsten Lesung von Romanismus und die Reformation aus prophetischer Sicht erfahren, wenn wir uns nächsten Sonntag wieder zu einer Lesung dieses ersten Vortrages des insgesamt knapp 400 Seiten umfassenden Buches von Henry Gretton Guinness zusammenfinden. Und ich möchte es hierbei belassen, weil die Fülle der Informationen, die ich euch heute mitgeteilt habe,
war eine Menge. Und ich werde euch warnen in der Hinsicht, es wird nicht leichter. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe das ja ein- oder zweimal durchgelesen und ich habe das Buch vorher bereits ungefähr dreimal in Englisch gelesen, allein schon aufgrund der Videos, die ich gemacht hatte von Tom Fress, und das Buch alleine gelesen und das Buch zusammen mit Tom Fress gelesen. Es ist ein schweres Buch, es ist schwere Kost. Und im Buch der Hebräer, in der Bibel, da wird uns auch gelernt, oder da wird uns gelehrt, dass wir uns von der Milch entsagen müssen und dass wir uns an das Fleisch gewöhnen müssen. Und das ist vor allen Dingen im Kapitel 6 der Hebräer. Und da möchte ich euch dann auch bitten, in der Zukunft, vielleicht im Lauf der Woche, wenn ihr die Zeit habt, das Buch der Hebräer mal zu studieren. Weil im Endeffekt läuft es darauf hinaus, Henry Gretton Guinness kann in diesem Buch schreiben, was er will. Ich kann hier vorlesen, was ich will. Es muss alles gespiegelt werden an der Bibel und wir müssen immer die Bibel zu Hilfe nehmen zum vollständigen Verständnis. Und Hebräer Kapitel 6 ist ein wunderbares Kapitel, wobei man unter anderem in Vers 6 den Romanismus wunderbar beschrieben sieht in dem Buch der Hebräer Kapitel 6 Vers 6. Für heute danke ich euch auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Ich danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen und ich ende mit dem Spruch, mit dem ich immer ende. Lest eure Bibel. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.